Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei Frostpunk 2 in unserer langsam wachsenden Stadt. Und ich kann euch sagen, ab jetzt wird es ernst. Das Tutorial hat uns jetzt gewissermaßen in die Freiheit entlassen. Und jetzt müssen wir hier die Entscheidung selbst treffen. Zur Erinnerung, unsere Ambition ist es, das Frostland, also die Umgebung, zu kolonisieren. Da sind bestimmte Ziele nötig. Und der erste Schritt ist, dass wir überhaupt nach draußen können. Und dafür, und das sehen wir hier als weiteres Ziel, was noch ansteht, dafür müssen wir ein Logistikdistrikt bauen. Und zwar, da müssen wir diese alten Wegstationen nutzen. Und hier gibt es drei mögliche Orte, um quasi diese Logistikdistrikte zu bauen. Beziehungsweise es gibt drei alte Wegstationen, die jetzt aus diesem Tal hier, aus diesem Gebirge hinausführen. So, das Blöde ist, dass man an dieser Stelle überhaupt noch nicht weiß, in welche Richtung man gehen will. Denn tatsächlich spielt das eine Rolle, welchen dieser Wegpunkte man nimmt. Ich werde jetzt erstmal das machen, was man wahrscheinlich intuitiv machen würde. Ich würde jetzt hier den am nächsten gelegenen nutzen. Und das bedeutet wieder, dass wir hier das Ganze freischaufeln müssen. Mit einer Aktion, die kostet uns ja 40, können wir aber nur 6 freischaufeln. Wir würden da allerdings hinkommen. 2, 3, 4, 5. Ne, wir kommen da nicht hin. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir hinkommen. Okay, ich versuche es hier nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, wir kommen nicht hin. Okay, das heißt, wir müssen zweimal Frostbreaking machen. Ah, nee, stopp, wir haben ja noch. Ah, wir haben ja viel mehr als 6. Alles klar. Es sind ja noch 3 offen. Vergesst es. So und das. Und dann geht es los. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, ich denke, es ist jetzt kein Problem mehr, dass wir diesen Distrikt jetzt hier wieder in Gang bringen, weil Nahrung brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt lassen wir ganz kurz laufen und jetzt müssen wir uns mal einen Überblick verschaffen, was jetzt hier die größten Probleme sind. Also, wir haben immer noch einen Kohleüberschuss. Das ist also erstmal kein Problem. 55 am Tag. So, gut. Das nächste ist, wir haben ein hohes Defizit an Gütern, was dazu führt, dass A, unser Einkommen reduziert ist, gar nicht unwesentlich, und B, Kriminalität sich steigert. Das ist also extremely increased by goods. Okay, das ist also tatsächlich ein Problem. Wir sehen, das ist das Einzige, was schwarz ist. Da sollten wir ran. Dann haben wir Materialien und wir haben hier ein extremes Defizit an Materialien. Wir haben nur noch 9 Wochen Materialien. Ansonsten würde das hier auf die Infrastruktur gehen. Das ist also auch ein Hammerthema. Nahrung haben wir jetzt gerade gebaut. Haben wir noch für 44 Wochen. Das ist also nicht super vordringlich. Und Wohnraum haben wir noch ein bisschen Überschuss. So weit, so gut. Das heißt, als nächstes müssen wir, glaube ich, für Materialien sorgen. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also wir können jetzt diese Extraction Districts können wir auf diese gefrorenen Wälder machen. Aber da haben wir nur 90.000 Materialien, während wir Eisen 3,36 Millionen haben. Da würde ich ja sagen, okay, Eisen ist besser. Aber es könnte sein, dass, schaut mal, dass wir von der Eisenmine nur 150 bekommen. Das ist tatsächlich im Interface jetzt nicht so gut dargestellt. Das steht nämlich einmal 150 Materialien und einmal 200 Materialien. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Vorteil von diesem gefrorenen Wald ist, dass man da halt gleich 200 bekommt, aber nur für eine kürzere Zeit. Wäre eine Vermutung. Tja, wir werden immer mehr Materialien benötigen. Ich kann ja mal die Sache testen, die Vermutung, und wir machen das mal. Wir nutzen jetzt diesen Frozen Forest und platzieren darauf ein Extraction District. Ja, machen wir das mal. Gehen nach hinten weiter. Möglichst weg von der Nahrung und vom Wohnraum. Und lassen das mal bauen. So, dann sorgen wir dafür. Und dann brauchen wir eigentlich noch was für Güter. Und ich weiß gar nicht, ob wir die Mittel dafür jetzt haben. Wir gucken mal. Das wäre so ein Industriedistrikt. Kostet uns natürlich auch wieder Materialien. Benötigen wir auch. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir das hin? Das gibt Minus.
Das gibt plus. Ah, minus 50 Workforce. Okay. Also hier ist eine gute Kombi und da auch. Ja, perfekt. Dann baue ich das vielleicht hier hin. Wir brauchen drei Slots angrenzend. Da geht's nicht. Na, warte mal, ich setze das nochmal hier an. So, jetzt sparen wir 50 Arbeitskräfte. Sollten wir auf jeden Fall nutzen. Und ja, kommen wir schon sehr nah da an den Wohnbereich ran. Nee, es gefällt mir gerade nicht. Machen wir es so. So, jetzt haben wir sehr, sehr, sehr viel investiert. Aber ich denke, das ist richtig. Oh, und was wir auf jeden Fall noch machen müssen, wir müssen jetzt Forschung weiter treiben. Und ah, ich bin tatsächlich ein bisschen unschlüssig. Also wir können jetzt Güter, Gebäude erforschen, die dann noch mehr Güter produzieren. Wir können erforschen, dass die Sägemühlen mit dem Gebäude noch effektiver sind. Ah, wir können alles möglich machen. Wir können Nahrung noch stärken. Das wird sicher ein Thema noch sein. Allerdings gibt es auch noch einen zweiten Nahrungsbereich hier oben. Da. Da könnte man auch noch Nahrung abfassen. Im Moment bin ich tatsächlich ein bisschen unschlüssig. Wir wissen, dass draußen, dass das ganz wichtig ist, wie wir das Frostland erkunden. Da könnten wir hier diese Geschichten machen. Wir bekommen, das kostet uns aber 600 Arbeitsplätze, wir bekommen plus 15 Frostland-Teams. Das ist quasi die Quantität unserer Teams, die wir draußen haben. Und wir brauchen da, ja, also für anspruchsvollere Aufgaben eben größere Teams, auch ein neues System. Ich würde sagen, das scheint mir das Wichtigste in diesem Szenario zu sein. Deswegen entwickeln wir das Ganze. Aber manchmal akzeptiert er irgendwie das nicht. Doch, under research. Wir machen das. Okay, dann haben wir jetzt diverse Sachen in Auftrag gegeben. Haben jetzt auch noch kaum Heatstamps. Insofern müssen wir da auch erstmal ein bisschen Geld verdienen jetzt. Vor allem, weil wir ja das Logistikdistrikt auch noch nutzen wollen. Und dann wird es schon knapp mit den Arbeitskräften. Und da kommt schon die nächste spannende Frage: Wie wachsen wir eigentlich? Das System ist so, dass einfach es gibt hier eine Progression, einen Fortschritt. Und wenn der bei 100% ist, wir sind bei 53%, dann gibt es irgendwie, ich weiß nicht genau, 1.000 bis 2.000 mehr Bevölkerung, mit denen wir dann natürlich umgehen müssen. Das bedeutet mehr Wohnraum und alles Mögliche. Das ist also auch nicht ohne. So, das ist jetzt freigeschaufelt. Und wir können das jetzt anschließen. Müssen wir aber gucken. Ja, wir haben dafür kein Geld. Wir brauchen 150. Okay, wir bekommen 11 pro Woche. Ja, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen warten. Vielleicht habe ich zu viel investiert. Gut möglich. Andererseits, wenn wir jetzt die Güterproduktion ins Laufen bekommen, dann kriegen wir auch mehr als 11 pro Monat. Das wird uns dann ein bisschen helfen. Okay, ich glaube, wir können ein bisschen schneller machen. Halt, irgendwas war hier, glaube ich, gerade, oder? Nö. War nur der Schnellermach-Sound. Jetzt ist das fertiggestellt. Okay, wir produzieren jetzt ein bisschen mehr Güter. Nur noch 6 Nachfragen nicht. Und damit reduziert sich jetzt auch, ihr seht es, diminishing die Kriminalität. Das Symbol bedeutet, dass es jetzt kleiner wird. Und hier bekommen wir Materialien. Wie viel kriegen wir jetzt? 150. Also doch nicht 200. Ja, dann bin ich mir nicht sicher, warum man überhaupt auf das Holz hier bauen sollte und nicht gleich aufs Eisen gehen sollten. Keine Ahnung. Warte mal. Wir haben jetzt 150 from Extraction District und zahlen immer noch 120 vom Stockpile. Und das heißt, es reicht immer noch nur noch 3 Wochen. Also substanziell sind wir nicht weitergekommen. Da würde ich mal fast sagen, dann es wäre doch die Forschung hier besser gewesen für diese Sägemühlen. Da kriegt man, wenn man ein Gebäude baut, 170 oder 200 Materialien noch raus. Na gut, jetzt haben wir das angefangen.
Ziehen wir das durch, aber das scheint ja jetzt irgendwie das gravierendste Problem gerade zu sein, würde ich sagen. Wir haben 148, das reicht noch nicht für den Distrikt. Was passiert hier? Okay, jetzt melden sich auch einzelne Leute zu Wort. Das ist ja das, was durchaus, ja, das, was Frostpunk auch mal ausgemacht hat. Und wir sehen, Sue Miller ist 12 Jahre alt. Sie sucht nach Ärger. Okay, das ist jetzt hier harter Slang. Das werde ich jetzt mal nicht übersetzen, sondern worum geht's? Ah, okay, das sind, ich glaube, es geht um die Kinder, die jetzt gegenseitig sich prügeln. Und der Grund dafür ist, dass wir noch kein Gesetz haben, um das Thema Kinder irgendwie zu regulieren. Und das führt dazu, dass die Spannung in der Stadt steigt. Und die Spannung wird hier gemessen. Noch ist sie aber irrelevant. Aber das wird ein Thema werden, das will uns das, glaube ich, sagen. Ach so, und was ich auch noch nicht erwähnt habe, ja, es gibt wieder Temperaturen und es kann wieder kälter werden und wärmer werden und alles ganz schlimm werden. Und kältere Temperaturen bedeutet einfach, dass natürlich der Generator mehr Hitze erzeugen muss, um die Leute warm zu halten. Und das heißt, wir haben dann logischerweise einfach einen höheren Kohleverbrauch. Das heißt, wir würden dann keinen Überschuss mehr haben, vermutlich, wenn es dann hier kälter wird. So, jetzt habe ich jetzt den Moment verpasst. Nein, wir haben immer noch 148. Wir warten auf die Woche, genau. Und können jetzt das Ganze bauen. Hier geht das. Logistikdistrikt. Das ist jetzt wichtig. Und auch hier müssen wir die Struktur irgendwie platzieren, damit es vorangeht. Wir sehen, unser Einkommen hat sich jetzt auch deutlich gesteigert. Wir sind jetzt bei 15 pro Woche hier. Manches ist pro Woche, manches ist pro Tag an Einkommen. So, und jetzt haben wir schon ein Problem. Jetzt haben wir bald keine Materialien mehr. Und das heißt, also noch ist ein bisschen im Stockpile, 6 Tage noch. Aber dann wird das Thema Infrastruktur, Ruinen ein Problem werden. Das heißt, da müssen wir jetzt wirklich als nächstes reagieren. Und vielleicht auch den Forschungsschwerpunkt setzen. Ich meine, was man noch machen könnte, fällt mir gerade ein, wir könnten hier noch erweitern. Wobei, ja, das bringt, glaube ich, nicht so viel. Und also das würde uns nochmal einen Gebäudeslot bringen, aber wir haben den ersten ja noch nicht besetzt. Es gibt, glaube ich, auch ein bisschen Produktion noch, aber ist, glaube ich, eher unwesentlich. Gut, wer meldet sich hier? Ja, die Vorräte sind erschöpft an Material. Okay, aber es wird hier auch empfohlen, durchaus doch die Distrikte zu erweitern. Gut, jetzt ist natürlich die große Frage. Wir könnten auch hier oben einfach an die Eisen, ans Eisen gehen. Da müssen wir jetzt mal überlegen, was ist effizienter. Das würde uns wahrscheinlich sofort helfen. Also das bringt uns entweder wieder 150 oder 200 oder am Ende auch nur 100. Weil hier, wisst ihr was, hier steht ja Output 150, aber Demand 50. Ich weiß jetzt nicht, ob das netto oder brutto ist. Können wir uns ja mal hier anschauen. Ah, wir sehen, das ist tatsächlich, das ist der Bruttowert. Netto sind es wirklich 100. Das ist ja nicht so toll. Oder? Warte mal, bin ich jetzt hier falsch? Demand, Output. Nee, es ist Quatsch. Ich erzähle Unsinn. Output ist 150 und Demand ist 100 bei Extraction District. Doch, diese 100 setzen sich zusammen aus diesen 50 und diesen 50. Na, hier ist 70 sogar. Extraction District 70. Das Coal Mine, ach, das ist das Gebäude, was hier noch. Das ist hier extra aufgeführt. Okay, alles klar. Also ist es tatsächlich netto 100. So.
Und wenn wir das jetzt neu bauen, noch ein Extraction District, kostet uns 120 Heat Stamps, die wir ansparen können. Die Alternative ist, dass wir hier diese. Okay, ich sehe gerade, also das ist halt sehr viel effizienter, in einem vorhandenen Distrikt ein Gebäude zu bauen. Das kostet dann weniger Arbeitskräfte. Der Output ist sogar teilweise leicht höher. Und wir brauchen weniger Hitze, während ein neues Distrikt braucht halt. Es braucht gar keine Hitze. Okay, das ist der Nachteil wiederum. Okay, also man tauscht hier Wärme gegen Arbeitskräfte. Ach, schwierige Entscheidung. Tja, im Moment können wir es eh nicht machen, weil wir nicht die Heatstamps dafür haben. So, wir können aber wieder ein Gesetz beschließen. Wir haben mitbekommen, das Thema Kinder könnte eine Rolle spielen. Da könnten wir was tun. Wir könnten aber auch sagen, weil wir gerade Probleme haben hier mit Materialien, könnten wir vielleicht gucken, ob es ein Gesetz gibt, was da hilft. Hier, es geht um Wachstum. Ja, Materialien Output ist erhöht. Das könnte man machen. Wir gucken mal. Das finden die Maschinisten gut. Das sind verschiedene Bereiche. Exploration Time ist natürlich auch ganz cool. Aber vielleicht ist es nicht schlecht, wenn wir was machen, was die Maschinisten auch mal gut finden. Schlage ich das mal schon mal vor. 37, 26. Da bin ich wieder sehr optimistisch, dass das ohne irgendwie Einflussnahme geht. Ist ja auch irgendwie ein neutrales Thema, wie wir gelernt haben. The proposed Oh. law has been approved. Oh, das war aber jetzt sehr knapp. Eine Stimme Mehrheit. Zwei eigentlich. 51 hätte gereicht. So, und was bedeutet das jetzt? Haben wir jetzt tatsächlich. Okay, wir haben jetzt nur noch 89. Ah ja, okay. Hat uns schon mal ein bisschen weitergeholfen. Dennoch bin ich nach wie vor unentschlossen, ob wir da hochgehen sollen oder auf die nächste Forschung warten sollen. Und lieber das Gebäude bauen. Ich habe das Gefühl, dass Workforce im Moment das größere Problem ist. Deswegen warten wir lieber auf die Forschung, bauen da das Gebäude. Erscheint mir sinnvoller. Okay, dann warten wir, bis das gebaut ist, weil das ist jetzt ein wichtiger Schritt, um dann draußen rauszugehen. Okay, das Ganze ist bereit jetzt. Wir können ab jetzt ins Frostland. So, und das läuft jetzt vom Grundsatz ähnlich, wie man das kennt. Ups, verdammt, die Zeit läuft weiter. Das war jetzt schlecht. Na gut, geht. Ich glaube, wir hätten eh nicht viel machen können. Vom Grundsatz läuft das so, wie man das kennt. Das heißt, es gibt hier bestimmte Ziele, die wir ansteuern können. So, mit unseren Teams. Und es gibt einfache und schwere Aktionen. Und jetzt ist bloß die Frage, was ist unser nächstes? Sagt uns irgendwie die. Nee, die Quest sagt uns nicht, wo wir hingehen sollen. Wir gucken mal. Frozen Desert. Das ist ein unsicheres Territorium. Da benötigen wir 40 Frostland-Teamstärke. Das heißt, da können wir im Moment eh noch gar nicht hin. Dann haben wir hier Plains, sicheres. Aha, hier sieht man immer, was man vermutlich findet. Nahrung. Kohle. Das ist ja eigentlich unser Ziel. Das ist irgendwie ein bekannter. Oh, was ist das? Okay. Okay, also hier haben wir einen Indikator für eine Untergrundressource. Wahrscheinlich Öl oder Gas. Das ist möglicherweise das, was wir suchen, oder? Ach, schaut mal, wir haben ja auch ein Quest-Symbol. Also uns wird empfohlen, offensichtlich, dass wir hier in dieses Valley uns bewegen, dann machen wir das.
Gut, hier soll Kohle gefunden werden. Okay. Also die Expedition startet. Und ihr seht, dort marschiert sie los und es wird ein Weilchen dauern. 15 Wochen genau. Man sieht immer hier oben dann auch, wann sie ankommt. Gut. Dann kümmern wir uns mal weiter um unsere Stadt mit ihren Problemen. 30 Wochen, hier haben wir gar nichts mehr. Ah, wisst ihr was, wir haben jetzt schon 139 unfulfilled. Warum? Weil das Ding kostet natürlich auch. So, wir haben diese Logistik Bay erforscht und ja, da stellt sich die Frage, war das jetzt die richtige Forschung? Weil die werden wir uns im Moment nicht leisten können. 600 Arbeiter? Nee. Ich denke, wir müssen jetzt mal zu den Sägemühlen gehen. Da hat mir gesagt, das wollen wir machen. 170 oder 200 Output. Oh, hier sogar nur 300 Arbeitskräfte. Aber mechanisierte Sägemühlen. Aber dieser Squalor, diese Infrastruktur, Ruinen, die ist signifikant erhöht. Und 60 wärmer, das gefällt mir nicht. Ich glaube, wir gehen lieber mit den Foragers hier und erforschen das. Geht ein bisschen auf die Gesundheit. Auch hier wieder. Ich klicke, aber es klappt nicht. Versuchen wir es nochmal. Doch, ich denke immer, es klappt nicht. Es klappt aber wunderbar. Alles klar. So, was gibt es hier für Sorgen? Rexdale, Unternehmer. Er freut sich, ein profitabler Tag. Okay, es geht darum, wir haben die Outsiders, also die nicht zu unserer Stadt gehören. Wir haben quasi keine Einwanderungspolitik, keine Einwanderungsgesetze. Und das wird ausgenutzt durch jetzt irgendwelche findigen Unternehmer oder so. Schmuggler vielleicht, Menschenschmuggler, keine Ahnung. Und das reduziert das Bevölkerungswachstum. Hm. In der Richtung wäre ein Gesetz auch wohl ganz sinnvoll. Das neue Gebäude, was wir jetzt hier bauen können, ist dieses hier. Aber da sind mir die 600 Workforce, das ist mir im Moment zu viel. Wir kriegen aber demnächst Wachstum. Dann brauchen wir aber auch wieder Housing. Könnte man natürlich auch schon mal vorbereiten. Aber als nächstes, wir müssen eigentlich auf die Materialien gehen. Wahrscheinlich, wir brauchen für alles immer Materialien. Wahrscheinlich sollten wir beides machen. Wir sollten sowohl hier Eisenerz als auch nachher da das Gebäude bauen. Ich glaube, wir gehen mal hoch da zum Eisenerz. Machen wir erstmal Frostbreaking da oben hin. Währenddessen ist die Expedition gleich angekommen, oder? Ah, nee, die ist jetzt erstmal vor Ort, wenn ich das richtig verstehe. Und jetzt erkundet sie erst das Tal dort. Ja, sie kartiert das Gebiet. Da ist es wahrscheinlich so, dass wir quasi die nächsten Spots dann erfahren, wenn die dort ist. Okay, wir müssen also noch ein bisschen uns gedulden. Da wurde zwischen zwei Dingen differenziert, zwischen der Reisezeit dorthin und dann der eigentlichen Aufgabe dort. Okay, wir haben das jetzt freigelegt. So, jetzt gucken wir mal. Ab wann können wir das da bauen? 120 Heat Stamps. Und das war's dann. Mehr können wir nicht machen, bis wir das nächste Wachstum erhalten. Oh Gott, also es ist schon wieder der absolute Frostpunk. Das ist das absolute Frostpunk-Feeling. Man weiß gar nicht, was man zuerst machen soll. Die Prioritätensetzung ist super schwer. Wir können aber ein Gesetz erlassen und ich habe jetzt das Gefühl, wir sollten uns jetzt mal um dieses Thema Kinder und Auswärtige irgendwie kümmern. Es gibt hier übrigens noch einen Bereich, der ist aber noch nicht freigeschaltet hier in der Preview. So, Kinder. Ah ja, hier können wir entscheiden, ob sie... Warum kann ich das nicht machen? Doch, kann ich eigentlich machen. Ob sie mitarbeiten müssen mit ihren Verwandten. Das erhöht die Prozentzahl der aktiven Arbeiter.
nicht schlecht. Oder indem man Schulpflicht einführt. Das reduziert das Einkommen, erhöht aber das Forschungstempo. Das ist eine Sache, die wir klären sollten, ja. Und dann ist die Geschichte mit den Outsiders hier ein Problem. Okay, dadurch, dass wir gar keine Regeln haben, ist das Wachstum sowieso reduziert. Das ist insofern schlecht. Wir müssen eine Regelung finden. Wir könnten sagen, nur die produktiven Outsider dürfen rein oder alle. Starkes Bevölkerungswachstum, hier nur marginales, aber wir haben ein höheres Steuereinkommen. Tja. Ich habe keine Ahnung, wir akzeptieren mal alle. Arbeitskräfte scheint mir echt ein wichtiger Punkt zu sein. Jetzt allerdings ist das ziemlich riskant. 20 zu 10 haben sich festgelegt. Allerdings will ich ehrlich gesagt jetzt nicht verhandeln wegen so einer für mich jetzt nicht super entscheidenden Frage. Das Blöde ist, wenn wir natürlich jetzt Vote machen und es klappt nicht, dann haben wir jetzt 10 Wochen verschwendet, was Gesetzgebungsverfahren betrifft. Aber liebe Leute, ich riskiere es einfach. Komm, geben wir das hier in die Abstimmung. Vielleicht klappt es ja. Na. Oh Gott! 51! Oh mein Gott. Okay, da haben wir jetzt ein deutlich erhöhtes Wachstum. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. So, 120 brauchten wir, glaube ich, um da oben hinzukommen. Nicht wahr? Ja. Darauf warten wir jetzt als nächstes. Aber wir haben schon die 130 und machen dann den nächsten Extraction District da oben hin. Hier muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man da jetzt in die Nähe der Wohnung kommt, würde das Abzüge geben und die wollen wir nicht. Aber wir haben im Moment tatsächlich kein akutes Problem, aber dieses Zeichen hier sagt uns, das wächst und wird ein Problem, aber das gehen wir jetzt Gott sei Dank an und wir müssen jetzt netto 100 bekommen oder 150, bin mir nicht ganz sicher. Dann kann sein, dass für die Erzmine der Wert 200 korrekt war. Wir werden das gleich sehen. So, hier sehen wir leider relativ undeutlich, wann die Kartierung zu Ende ist. Aber da gedulden wir uns dann einfach nochmal ein bisschen. Und jetzt haben wir es. Und ja, das sieht doch gut aus. Oh, tatsächlich. 200. Also, die Erzmine ist, dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aus welchem Grund sollte man denn hier zumindest in diesem Szenario das hier bauen. Ja, das kostet genau die gleiche Workforce. Ist einfach nur ineffizienter. Außer natürlich, wartet mal, durch die Forschung. Wir haben im Moment tatsächlich keine Forschung, die die Erzminen besser macht. Und dann ist das natürlich effizienter, wenn man hier noch die Sägemühlen bauen kann. Ja, das wird sein. 170 nochmal drauf. Okay, und dann ist das einfach. Allerdings ist das ein kurzfristiges Investment, weil in 67 Wochen ist das erschöpft. Wenn wir Sägemühlen reinsetzen, sogar noch schneller. Und dann können wir das wieder abreißen und müssen es neu aufbauen. Während das hier ein sehr langfristiges Investment ist, ihr seht es, 2400 Wochen. Das ist der Hammer. Na gut, also das Thema ist jetzt erstmal Gott sei Dank geklärt. So, welches Thema sollten wir als nächstes angehen? Überlegen. Wir werden jetzt gleich ein Wachstum bekommen. Das heißt, wir brauchen dringend Shelter. Insofern werden wir das Housing erweitern. Wir haben aber nur noch 100 Workforce. Das heißt, wir können eh jetzt nicht hier viel machen, weil wir brauchen 200 dafür. Können wir jetzt gar nichts machen. Selbst dafür brauchen wir Leute. Okay, wir müssen jetzt erstmal aufs Wachstum warten. Das ist insofern ein bisschen unschön, weil die Leute dann jetzt erstmal komplett frieren werden. Dann müssen wir schnell reagieren. Aber gut, es ist wie es ist. Irgendein Ereignis kommt. So, die Kindergeschichten werden jetzt zum Problem. 5 Kinder sind tot, Dutzende sind verwundet, nachdem 2 große Jugendgangs
sich getroffen haben zu einem Rumble, wie sie es nennen. Die meisten der Kinder waren bewaffnet mit Messern. Es ist total eskaliert. Ja, das kommt, weil wir das nicht, obwohl es eine Vorwarnung gab, wir haben es nicht reguliert. Okay, also Kriminalität steigt leicht an. Wir werden versprechen, dass wir das Problem lösen werden. Wir müssen in den nächsten 30 Wochen ein Gesetz dazu beschließen. Machen wir. Das ist das nächste Gesetz, was kommt. Ist versprochen. Das Blöde ist jetzt, das Wachstum kommt in etwa genauso, wie jetzt dieses Wetter kälter wird. Das heißt, das wird jetzt richtig unangenehm werden. Und plötzlich haben wir auch wieder ein Kriminalitätsproblem wegen dieser Kinderproblematik. Signifikant steigt das Ganze an. Eieieiei. So, 100 Workforce, können wir nichts machen. Ah, jetzt wird das wieder golden. Es wird, glaube ich, erst weiß und dann golden. So, wir haben eine Forschung und ein Gesetz. Habe ich verpennt, glaube ich. Verdammt. So, hier weist man uns darauf hin. Da wollten wir eine Regelung finden. Was machen wir? Schulpflicht oder Mitarbeit bei den Familien? Komm, die sollen hier mit den Familien arbeiten. 2010. Ei, jetzt ist es aber... Jetzt könnte man argumentieren, das ist so wichtig, dass wir das jetzt durchziehen, dass man vielleicht jetzt doch mal handelt, verhandelt. Ich werde mal zu den Maschinisten gehen und sagen, bitte stimmt dafür. Ach Gott, aber diesmal kann ich sie nicht irgendwie bestechen. Wir könnten die Maschinisten das nächste Gesetz wählen lassen im Rat. Finde ich nicht gut, das kommt gar nicht in Frage. Wir könnten eine Policy machen, massenproduzierte Güter. Ist das auch ein Gesetz? Wahrscheinlich, ne? Müssen wir uns kurz mal angucken. Oder ist das eine Idee? Hier finde ich das gerade nicht. Society wird es auch nicht sein. Doch, hier. Das ist das Gütergesetz. Ja, okay. Ich würde sagen, das kann man Ihnen schon zugestehen. Das ist okay. Machen wir das jetzt. Also, erstmal Childhood. Wir werden sagen, das. Und wir werden den Maschinisten wiederum sagen, stimmt bitte auch dafür. Und wir versprechen euch, dass als nächstes massenproduzierte Güter eingeführt wird. Damit ist sicher, dass das Ganze beschlossen wird. Da will ich jetzt definitiv auch sicher gehen. Deswegen können wir jetzt die Abstimmung forcieren. Kein Problem. 57 stimmen dafür. Ein paar kommen noch dazu. Das waren noch die unsicheren Kandidaten. Sehr gut. Okay. Damit steigt das Vertrauen an, weil wir uns um dieses Thema jetzt gekümmert haben. Als nächstes massenproduzierte Güter ist dran. Und wir müssen auch schon wieder die nächste Forschung definieren. Hier hatten wir jetzt übrigens Ironworks. Dazu sollten wir vielleicht mal kurz definieren, was das größte Problem jetzt gerade ist. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, was das größte Problem werden wird, weil wir wissen nicht genau, wie das mit der Bevölkerung jetzt laufen wird. Ah. Wie aufwendig sind denn... Also ich glaube, Kohle wird jetzt ein Riesenthema, weil es kälter wird. Wie aufwendig ist das denn hier? Ist das ein Gebäude? Ja, ich glaube. Und das kostet Kerne. Und wir haben nur 25. Ah, okay, alles klar. Für diese erweiterten Kohleminen brauchen wir Kerne. Das ist so wie bei Frostpunk 1. Gucken wir kurz an. Wir haben aber 25. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall ins Auge fassen sollten. Kostet natürlich Material in beiden Fällen. Hier gibt es ein bisschen mehr Kohle. Aber wir haben ja jetzt Kinderarbeit. Insofern können wir das auch akzeptieren. Ich will jetzt hier nicht
Squalor signifikant ansteigen lassen. Wir gehen mit denen. Und die Idee kostet schon 100. Aber ich glaube, wir wollen die Kohle haben. Wir müssen heizen. Wir machen das. Eieieiei. So. Jetzt haben wir aber auch dieses neue Gebäude gerade erforscht. Das wäre natürlich auch gut, wenn wir das machen könnten. Wir haben übrigens wieder Workforce wegen der Kinder. Aber Materialien ist gerade nicht das Problem. Nahrung ist jetzt das Problem. Insofern könnten wir jetzt zweierlei machen. Wir könnten jetzt entweder als nächstes sparen auf dem Food District. Bringt uns 60 Food bei 600 Arbeitern. Oder wir sparen auf das Gebäude. Ah nee, das habe ich noch gar nicht erforscht. Verdammt. Okay, alles klar. Da war ich jetzt im falschen Film. Dann gibt es im Moment keine Alternative. Wir müssen das über den Distrikt lösen. Und das kostet uns natürlich auch wieder Hitze. Naja, gut, für Kohle sorgen wir jetzt. Wir brauchen... Ah, wir haben nicht die 600 Workforce. Ah. Was man natürlich übergangsweise machen könnte, man könnte einfach im Moment das erweitern, wenn wir 50 haben. Das heißt... Aber wir müssen mal gucken, ob sich das lohnt. Ich bin mir nicht sicher. Das heißt, wir warten kurz eine Woche. Jetzt haben wir 50. Ah, okay, jetzt gibt es hier schon Leute, die Zweifel haben, weil wir mit den Maschinisten zusammenarbeiten. Was bringt uns das Expandieren? Steht das irgendwo? Extend to increase its output and provide one more building slot. So, building slot ist für mich nicht das Thema, aber Output ist natürlich relevant. Da dürfen wir nicht hin. Tja, leider wird uns hier nicht gesagt, wie hoch jetzt der Output sich steigert. Wir machen es aber einfach mal. Kostet halt keine Arbeitskräfte, deswegen ist das für uns recht hilfreich. So, und wir haben dieses Tal erkundet. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. So, und das heißt, wir sehen jetzt diverse neue Dinge in der Ferne. Das hier sind... Oh, das ist eine Kohlemine. Die wir quasi erstmal erkunden müssen und dann, glaube ich, an die Stadt anschließen können. Allerdings kostet uns das eben auch diese Frostland-Teams. Das heißt, wenn wir das machen, haben wir kein Team mehr, was hier weiter erkundet. Wo führt uns denn die Quest hin? Hier hinten. Da brauchen wir 20 Frostland-Teams. Außerdem weist er mich gerade hier auf... Ja, also genau, das ist ein neues Konzept, um jetzt hier zum Beispiel die Kohle zu nutzen. Wir müssen das trotzdem erstmal irgendwie uns anschauen. Müssen wir Straßen bauen. Und jetzt kommt die eine blöde Sache. Dadurch, dass ich das hier angeschlossen habe, diesen Distrikt, muss diese Straße jetzt dorthin geführt werden, was total umständlich ist und ziemlich viele Ressourcen kostet. Es wäre viel besser, wenn wir jetzt das hier genommen hätten oder den hier. Das können wir natürlich noch nachholen, aber der Distrikt kostet, erstens mal müssen wir den freischaufeln und zum zweiten kostet der natürlich auch, ein weiterer Logistikdistrikt kostet relativ viel. Allerdings, wir brauchen sowieso 20 Frosted-Teams. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir haben ja Kohle jetzt über eine andere Art und Weise, werden wir Kohle jetzt ja ausbauen. Deswegen glaube ich, erkunden wir erstmal hier ein bisschen weiter. Und starten hier die Expedition. Wir lassen das erstmal links liegen. Gut. Ich guck mal, ob das wirklich in der Expedition benötigt, wenn ich das starte. Ah, nee, okay. Tatsächlich könnte ich das jetzt verbinden, aber wir brauchen eben diese Frostland-Teams-Stärke. Und da ich nur einmal 10 habe, kann ich jetzt entweder dorthin marschieren oder diese Geschichte machen.
Und da die Quest uns hier so ein bisschen hinführt, scheint mir das jetzt wichtiger zu sein. Also machen wir das. Oh mein Gott, es sind so viele Dinge, die wir eigentlich jetzt erledigen müssen. Das ist wirklich ein Hardcore-Spiel, um Prioritäten zu definieren. Warum? Oh nein, wie dumm. Was? Lack of Workforce? Deswegen ist der jetzt ausgeschaltet. Aber in dem Moment haben wir das Wachstum. Wir haben wieder 2000. Wir können das anschalten. Ha! Okay, es hat 20 gebracht. 60 auf 80. Das ist gar nicht so doof, glaube ich. Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt wieder Arbeitskraft. Das heißt, wir können jetzt Dinge tun. Das Problem ist, dass es jetzt kälter wird. Und deswegen würde ich sagen, absolute Priorität hat jetzt Housing. Dafür brauchen wir allerdings 100 Heatstamps. Wir kriegen 16 pro Woche. Wir müssen also noch abwarten. Die Stadt wächst. Ja. Genau. Das ist nur das Event dazu. 1607 mehr Leute in der Stadt. Es kann auch sein, dass diese Bevölkerungswachstumsmodifikatoren gar nicht die Zeit beschleunigen, in der man jetzt hier neue Leute bekommt, sondern die Zahl der Leute, die man bekommt. Das kann auch gut sein. So, und ihr seht, durch die neuen Leute ergibt sich jetzt ein Problem. Das ist tatsächlich jetzt noch nicht so gravierend, sehe ich gerade. Nur 10. Okay, aber das ist gravierend. Es wird kälter. Nur 10 Shelter, die wir nicht haben. Da können wir vielleicht einfach einen Housing-Bereich einfach nur upgraden. Da kriegen wir dann 5. Oder? Ich glaube ja. Und erhöht das eigentlich den Hitzebedarf? Bin mir nicht sicher. Wir könnten zweimal upgraden. Einmal da und einmal da. Dann hätten wir den Bedarf gedeckt. Ich glaube, das ist das Effizienteste, was wir jetzt machen können. So. Hier haben wir jetzt, glaube ich, keine Bonuseffekte. Ist die Frage, wo wir trotzdem jetzt weitergehen. Hier hinten könnte man vielleicht noch einen gesamten neuen Distrikt machen. Bin mir nicht sicher, deswegen machen wir es mal so, so und so. Und das kann ich jetzt im Moment nicht, weil wir keine 50 haben. Kriminalität ist ein Thema. So, wer meldet sich? William Hoffen. Ah, ein Jäger. Eine neue Stimme. Okay, jetzt ist es so, dass plötzlich innerhalb dieser Gemeinschaften Fraktionen auftauchen, die ein bisschen fundamentalistischer drauf sind als diese lockeren, entspannten Sammler und Maschinisten. Iceblatz nennen die sich. Das ist die Fraktion der Sammler. Ja, okay. Er sagt jetzt schon mal, was er unterstützen würde. Ah ja, schaut mal, die unterstützen unser Vorhaben, glaube ich, ne? Ich glaube, das hatten wir doch schon in Auf also so beschlossen. Wie auch immer. Sie sind jetzt da, die erste Fraktion. So, und das ist jetzt hier alles ein bisschen anders bei denen. Also die sind viel festgelegter in ihrer politischen Haltung. Wir sehen 580 Sammler organisieren sich in dieser Fraktion und sie haben jetzt bezüglich dieses Zeitgeistes klare Vorstellungen. Adaption ist ihnen wichtig, Leistung und Tradition. Und die versuchen, diese Gesetze hier auch durchzusetzen. Das ist ihnen besonders wichtig. Ja, außerdem kam sie dann noch eigene Möglichkeiten. Es gibt sogenannte Gemeinschaftsaktionen, Hunting Trip, wir können die losschicken. Und ich glaube, da gibt es dann Bonusnahrung, ist aber auf Kosten von, ich glaube, Beziehung. So, ihr seht, die tauchen hier unten jetzt plötzlich auf. Ja, und damit hat sich jetzt, wird die politische Lage, sagen wir es mal so, immer anstrengender. Im Übrigen, Thema Kälte. Wir haben jetzt, ihr seht es, vom Generator her ist es kein Problem, das abzudecken. Der braucht einfach durch die Temperatur,
Verbraucher mehr. 312. Und das bedeutet, jetzt plötzlich haben wir keinen Überschuss mehr an Kohle, sondern wir verlieren 42 Kohle am Tag. Das ist noch okay. Das heißt, 58 Wochen hält der Vorrat, aber die nächste Kältesaison oder die nächste Kälte kommt. Danach wird es erstmal wieder wärmer, dann wieder kälter. Müssen wir also im Blick behalten. Und was jetzt noch wieder ein Thema geworden ist, durch den Zuwachs gibt es wieder Güterbedarf. Mhm. Dadurch reduziert sich wieder ein bisschen unser Einkommen und tendenziell geht das auch in Richtung Kriminalität. Materialien sieht es noch ganz gut aus. Nahrung verlieren wir 70 und das ist damit unser gravierendstes Problem. Das reicht jetzt noch für 6 Wochen. Okay, also dann weiß ich, was ich zu tun habe. Wahrscheinlich war die Investition in den Ausbau des Wohnungsdistrikts nicht das Beste. Wir hätten uns wahrscheinlich auf Nahrung konzentrieren müssen. Wir brauchen auf jeden Fall hier diesen neuen Nahrungsdistrikt. Aber das Problem ist 70 und wir werden nur 60 dort produzieren. Na gut, den kann man dann auch ausbauen, dann produzieren wir 80 dort. Geht also vielleicht. Puh, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal wieder Pause. Ihr merkt, es wird stressiger. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwalden.